Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks mit ABK 8. Heute möchten wir Ihnen die Neuerung zur Kalkulation nach ÖNOM B 2061-2020 vorstellen, die mit dem ABK 8 Jahresrelease 2021 veröffentlicht wurden. Zum einen sind diese Erneuerungen im Artikelstamm zu finden. Bei den Artikel-Eckdaten können nun bei den Kalkulationsgruppen Gesamtzuschläge gemäß dem neuen Formblatt K2 angelegt und erfasst werden. In der Tabelle der Kalkulationsgruppen ist die Kalkulationsart in der gleichnamigen Spalte sofort ersichtlich. Mehrere Gesamtzuschläge können innerhalb eines K2-Blatts gedruckt werden, indem sie in der Tabelle markiert werden. Die Druckausgabe entspricht dabei voll und ganz den Anforderungen der aktuellen ÖNOM B 2061. In den Artikeldateien wird die Kalkulationsart der Herstellkosten in der gleichnamigen Spalte nun verständlicher angeführt. Es ist möglich, innerhalb der Artikeldatei sowohl nach Ausgabe 1999 als auch nach Ausgabe 2020 der ÖNOM B 2061 zu kalkulieren. Wonach im Artikel kalkuliert wird, ist stets leicht ersichtlich. So etwa hier ein Beispiel eines Lohnartikels gemäß K3-Blatt. Normbedingte Änderungen wurden natürlich auch hier in der Druckausgabe berücksichtigt. Für die Kalkulation von Materialien stehen neue Eingabefelder zur Verfügung. Genauso in der Kalkulation von Geräten. Die ÖNOM B 2061-2020 unterscheidet hier übrigens nicht mehr zwischen Leistungs- und Vorhaltegeräten. Die wahlweise Umstellung der Artikelkalkulation von ÖNOM B 2061-1999 auf ÖNOM B 2061-2020 kann auf zweierlei Arten erfolgen. Zum einen durch artikelweise Umstellung der Kostenermittlung. Dabei gilt zu beachten, dass die dazu erfassten Werte nach erfolgter Konvertierung zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu ergänzen, denn zwischen den beiden Normausgaben bestehen teilweise große Unterschiede. Zum anderen können mehrere Artikel auf einmal umgestellt werden. Dazu sind sie in der Tabelle zu markieren. Danach wird im Eigenschaftsfenster die Kostenermittlung abgeändert. Zum anderen sind die Neuerungen hinsichtlich der ÖNOM B 2061-2020 auch in den ABK-AVA-Bausteinen zu finden. Hier stehen dieselben Funktionalitäten wie im Artikelstamm zur Verfügung. Wie etwa die Umstellung der Kostenermittlungsart für mehrere markierten Artikel gleichzeitig. Hier steht auch der Druck des K4-Blatts zur Verfügung. Dabei kann eine Ausgabe gemäß Ausgabe 1999 oder Ausgabe 2020 gewählt werden, je nach Artikelkalkulation. Selbstredend wurde der Druck an die Anforderungen der ÖNOM B 2061-2020 angepasst. Genauso verhält es sich mit dem Druck des K6-Blatts. Wir hoffen hiermit Ihr Interesse an den Neuerungen zur Kalkulation nach ÖNOM B 2061-2020 in ABK 8 geweckt zu haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.